Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Chorprobe zu Hause. Ich finde das ein sehr schönes Projekt und bin gerne schnell dabei gewesen zuzusagen, als Gerrit Junge mich gefragt hat, auch einmal eine Chorprobe in dieser Reihe beizusteuern. Mein Name ist Wolf-Rüdiger Spieler. Wir halten diese Probe aus Köln und die Stimme für dieses Projekt leihen einige Sängerinnen und Sänger aus dem Regachor Köln. Und ich hoffe, dass wir auf diese Weise eine abwechslungsreiche und lehrreiche Probe miteinander haben. Uns ist bewusst, dass wir im Moment ja sehr wenig singen können. Und darum soll der erste Teil dieser Probe einem gründlichen, stimmpflegenden Einsingen gewidmet sein. Und damit wir das gleich gut hinbekommen, möchte ich alle bitten, egal ob zu Hause oder sonst wo, aufzustehen und mal die Beine auszuschütteln. Richtig kräftig ausschütteln. Und wenn die Beine locker geworden sind, dann schütteln wir auch die Arme aus, lassen die Finger ein bisschen fliegen und machen das bitte so intensiv, dass, wenn wir gleich damit aufhören, die Finger noch ein bisschen kribbeln von der Bewegung. Beine nochmal mit hineinnehmen und Finger fliegen lassen. So, wir spüren einmal, wenn wir die Arme hängen lassen, ob das Kribbeln eingesetzt hat. Und wir machen es gleich nochmal. Die Arme fliegen und die Beine werden ausgeschüttelt. Und während die Finger sich noch bewegen und die Arme noch ausgeschüttelt werden, stellen wir uns gut auf beide Füße und gehen einmal auf die Zehenspitzen und wieder runter und wieder hinauf und wieder runter. Und beim Hinaufgehen atmen wir ein und beim Hinuntergehen atmen wir gut wieder aus. So, die Arme sind genug geschüttelt. Wir tanken ein bisschen Energie, indem wir unsere Handflächen gegeneinander legen und leicht gegeneinander reiben. Es entsteht eine schöne Wärme zwischen den Händen. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir an der Handwurzel einen besonderen Impuls setzen, die Handfläche mitnehmen, die Fingerkuppen ganz speziell nochmal bearbeiten und auch die Außenkanten der Hände nicht gegeneinander vergessen. Wir waschen mal die Hände und schütteln sie aus. Und nochmal reiben. Und wenn die Hände so richtig wohlig und warm geworden sind, dann strecken wir mal den rechten Arm nach oben. Ich mache das spiegelverkehrt vor, dass es für Sie zu Hause gut aussieht. Und wir klopfen kräftig die Flanke ab. Von der Schulter bis zur Gürtellinie. Streichen das einmal aus. Es kommt der linke Arm nach oben. Und wir klopfen ab und streichen aus. Und die Arme werden auch abgeklopft, auf der Innenseite nach unten, auf der Außenseite nach oben. Das Ganze mehrmals und ausstreichen. Anderer Arm, abklopfen, umdrehen, abklopfen, ausstreichen. So. Jetzt sind wir ein bisschen aktiviert, ein bisschen geweckt. Und jetzt möchte ich alle Brillenträger bitten, es mir gleich zu tun und die Brille abzulegen. Wir wärmen nochmal die Hände und Fingerspitzen nach. Und wenn sich das gut und warm anfühlt, legen wir die Hände wie ein kleines Dach an die Nasenwurzel und streichen unter den Augen seitlich aus. Das Ganze mit viel Genuss und bei tiefem Einatmen. Und schauen Sie mal, wir können auch die Hände an der Nasenwurzel beginnen, über die Stirn nach oben führen, über die Schläfen und die Wangen bis zum Kinn ausstreichen. Auch das gerne ein-, zweimal. Mit dem schönen Gefühl der Entspannung und des ganz bei sich Seins. Unter den Augen, auf der Stirn. So, ich hole mir meine Brille wieder, damit ich besser gucken kann.
Und jetzt die nächste Übung, die uns helfen soll, den Atem tief in den Körper zu führen, ist die, dass wir unseren Zeigefinger nehmen, von außen ein Nasenloch zuhalten und durch das offene Nasenloch tief Luft einströmen lassen. Die Luft fließt durch die Nase bis ins Becken und wir hauchen das wieder aus und wiederholen die Übung nochmal. Einatmen durch die Nase und wieder ausblasen. Selber auf der anderen Seite. Nasenloch von außen zuhalten, Luft einströmen lassen. Und wieder aushauchen. Und noch einmal einströmen lassen. Und wieder aushauchen. Ich denke, wir merken alle, dass durch dieses zugehaltene Nasenloch das Atemgefühl verstärkt wird. Die Luft fühlt sich kühler, frischer und besser im Körper an. Das machen wir noch einmal auf jeder Seite. Erst das Nasenloch zuhalten, einsaugen und wieder ausblasen. Und jetzt noch einmal die andere Seite. Wir verfolgen den Atem, wie er kühl durch den Hals bis ins Becken geht und lassen es wieder raus. Wir setzen einmal die Hände hier in die Flanken und sprechen viele kleine Tees. Eine kleine Erklärung dazu. Wenn ich einen T spreche mit der Zunge, muss ich gleichzeitig merken, dass in der Flanke, wo unsere Hände anliegen, oberhalb der Gürtellinie, ein kleiner Impuls vom Zwerchfell kommt. Um diese Verbindung geht es. Zunge löst aus, das Zwerchfell antwortet. Dadurch wird das Zwerchfell elastisch und beweglich. Wir machen es nochmal. Ein bisschen intensiver. Noch ein bisschen intensiver und den Rest ausblasen. Sehr schön. So, wir wollen die Stimme anwärmen. Die Stimme anwärmen tun wir so, dass wir unsere Lippen ganz locker aufeinander legen. Ich gebe einen Ton an. Und diesen Ton singen wir mehrfach wiederholt angeschlagen. Ich fange an. Wer weiß, wie es geht, kann einfach mitmachen. Der Sinn dieser Übung ist, dass wir zwischen den Tönen den Unterkiefer ein wenig fallen lassen, um ein Staunengefühl zu haben. Wenn wir mal staunen, dann fällt, wenn ich gut gestaunt habe, meine Bauchdecke ein bisschen nach vorne, das heißt, der Atem strömt ein. Und der zweite Sinn dieser Übung ist, dass die Stimmlippen im Kehlkopf durch das Ein- und Ausschwingen schön elastisch gemacht werden. Wir probieren das noch einmal. Lippen liegen locker aufeinander und wir singen. Sehr schön, wir machen es einen Ton höher. Jetzt heißt der Konsonant W. Wir gehen noch einen Ton höher auf N. Die Zunge liegt weich hinter den vorderen Schneidezähnen. Die letzte Übung machen wir auf NG, das heißt, wir schließen den weichen hinteren Teil der Zunge am oberen Gaumen an und machen den Mund weit auf. Dankeschön. Wir können beim Singen im Prinzip zwei Register unterscheiden. Das eine Register ist das Kopfregister, das sind die eher hellen Obertöne. Und das andere ist das Brustregister, das sind die tragfähigen Obertöne. Und wir können jetzt spüren, indem wir eine Hand auf unsere Wange und eine Hand auf unser Brustbein legen, dass sich diese Anteile der Klänge je nach Konsonant ein bisschen verschieben. Ich lade mal ein, dass wir auf diesem Ton ein M singen. Danke.
Dankeschön. Wir merken, beim M schwingt die Hand auf dem Brustbein ganz stark und wir spüren, dass das M auch einen großen Raum im Mund einnimmt. Jetzt gehen wir mal auf das N. Und während wir singen, wandert die Hand auf unser Schädeldach. Ja, danke. Und dieses N ist ein sehr schöner Konsonant, der die Klänge am Schädeldach und hinter den Augen weckt. Und so lassen sich mit den Vokalen und mit den Konsonanten ganz viele unterschiedliche Bereiche öffnen. Und darum soll es gehen, dass wir beim Singen, beim kehlkopfschonenden Singen, möglichst viele Resonanzräume im Körper mitwecken, damit die Stimme weniger und der Körper mehr Klang abgeben. Wir singen Folgendes. No, 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 no. Wir staunen vor dem Einatmen. Sehr gut. Wir gehen einen Ton höher. So, so, so. Auch drei Töne hinauf. So, 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 so. Wir gehen auf Na. Das A bleibt hinter den Zähnen, aber die Lippen sind vorne. Wir fügen dieser Übung einen Ton hinzu. Na, 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 na. Zusammen bitte. Wir merken, wenn wir die oberen drei Töne im Wechsel gesungen haben und dann den unteren anfügen, da müssen wir uns anstrengen, dass der zu den oberen Kontakt behält. Er muss also hochgedacht und in diese Linie eingedacht werden. Wir gehen eins höher auf Na. Auffangen. Ein schönes Bild, um dieses Auffangen des tiefen Tones sicherzustellen, ist, dass man ihn auf ein schönes Samtkissen legt, dass man ihn auffängt mit zwei helfenden Händen. Gerne können Sie diese Bewegung auch zu Hause mitmachen. Die ganze Übung. Auffangen. Vielleicht merken Sie, dass der Ton dadurch schöner und feiner und edler wird. Wir machen die Übung ein letztes Mal auf So von diesem Ton. So. Genau, und jetzt ist Zeit, die Stimme wieder zu entspannen. Wir wärmen nochmal unsere Hände. Und während wir jetzt auf einem geschlossenen M ein bisschen seufzen, streichen wir unsere Wangen aus. Und wer das gut macht, der muss vielleicht sogar ein kleines bisschen gähnen dabei. Machen wir es noch einmal. Genau. Niemand guckt Ihnen beim Gähnen zu Hause zu. Lassen Sie es einfach raus. Ein letztes Mal aufwärmen. Und ein bisschen höher beginnen und ein bisschen tiefer seufzen. Ja, und wir stehen jetzt schon eine ganze Weile. Das heißt, wir müssen Arme und Beine noch einmal aufwecken, indem wir die Beine ausschütteln, die Finger fliegen lassen und ein bisschen auf den Zehenspitzen wippen. Und diese neue Energie, die wollen wir brauchen für einen kleinen Kanon, den ich mit Ihnen singen möchte. Es gibt ein sehr hübsches Heft, das mich schon über 20 Jahre in der Chorpraxis begleitet. Es ist eine Sammlung von 135 geistlichen und weltlichen Kanons. Und unter der Nummer 81 auf der Seite 44 in diesem Heft gibt es einen kleinen Kanon, der heißt Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freuet euch in dem Herrn.
Den möchte ich jetzt mit Ihnen und euch zusammen singen. La 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 la. Zunächst mal nur bis hierhin. Eins und zwei. Wir müssen sehr darauf achten, damit dieses Stück diesen fröhlichen, springenden, federnden Charakter behält, dass wir mit ganz schneller Zunge und ganz blitzschnell sich offenem, öffnendem A diese kleine Tonfolge singen. Ich mache es mal vor, wie ich es nicht gerne hätte. La 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 la. Und ich hätte gerne la 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 la. Die Töne sind klein und keck. Wir probieren es noch einmal. Eins und zwei. Und jetzt folgenden zweiten Linie wollen wir ein bisschen die Zunge beibehalten. La 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 la. Wir singen auch das zusammen. Und wir bauen beide Teile zusammen. Ein fröhliches Gesicht, eine schnelle Zunge und ein helles A. La la la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch den zweiten Teil des Kanons vor. La 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 la. Hier geht es los. Eins und zwei und. Genau. Bei der zweiten Hälfte des Stückes haben wir sogenannte Punktierungen. Das heißt, der erste Ton ist lang und der zweite ist etwas kürzer. Die müssen wir auch sehr entschieden und spät machen. La 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 la. Nicht gemütlich werden. Noch einmal bitte. La. Ab der Punktierung. Eins und zwei und. La 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 la. Weiter. Genau, jetzt können wir diesen Kanon, den wahrscheinlich viele auch von zu Hause und der Chorprobe daheim schon kennen, einmal komplett singen. Wir bleiben noch auf der Silbe La. Und beim Singen ist es so ähnlich wie am Strand. Wenn das Wasser die Sandburg weich spült, dann kann man am nächsten Tag wenig davon sehen. Und wenn man beim Singen immer auf La singt, dann muss man sich zwischendurch mal wieder aufwecken und sagen, das L ist kurz und das A ist schnell. Ich wünsche viel Glück dabei. La. Eins und zwei. La la la. Wenn Sie die Noten zu Hause vor sich haben oder das Stück schon kennen, dann werden Sie auch wissen, wie der Text geht. Freuet euch in dem Herren. Und wir schauen mal, wenn wir das mit dem Chor hier zusammen machen, ob wir das ganze Stück dann schon auf Text mit guter Sprache können. Eins und zwei. Freut euch. Ich empfehle, dass man an der Stelle abermals sage ich die beiden S ein klein wenig voneinander trennt. Das klingt dann so. Abermals sage ich, freuet euch in dem Herrn. Noch einmal von hier, abermals mit getrenntem S. Abermals sage ich, freuet euch. Ich will noch auf zwei Dinge aufmerksam machen, die sprachlich oft passieren, wenn man Kanons und andere Musik singt.
Wir neigen im Deutschen dazu, weil wir es beim Sprechen auch müssen, die Endsilben abzudunkeln. Das kann dazu führen, dass man am Ende dieses singt. Freuet euch in dem Herrn. Und wenn man genau hört, klingt das schon ein bisschen Richtung Ö. Das darf es nicht. Wir müssen hell bleiben und sagen, freuet euch in dem Herrn. Das E hat eine etwas breitere Spannung in die Wangenknochen und einen schönen Vordersitz. Machen wir das mal bitte. Freuet euch. Das letzte Stück, 1 und 2. Freuet euch in dem Herrn. Und das Zweite, was passiert, ist, dass man zu wenig leichte Spannung auf dem CH hat. Das ist eine Unart, die meistens im Rheinland auch vorkommt. Da singen die Leute, freuet euch. Ja? Und wir wollen aber versuchen zu sagen, freuet euch in dem Herrn. Gleich noch einmal, 1 und 2. Und freuet euch in dem Herrn. Jetzt singen wir ein letztes Mal diesen Kanon zum Abschluss des Einsingens zusammen, von vorne auf Text. Wir machen es nur einmal als einen Durchgang einstimmig und ich würde mich freuen, wenn es jedem gelingt, zu Hause ein fröhliches Gesicht zu machen, damit die Musik gleich nochmal so hell klingt. La, auf Text, 1 und 2. Freut euch, Dank. So, wir kommen jetzt zum ersten Stück unserer heutigen Probe. Es findet sich im Jugendliederbuch unter der Nummer 45. Es ist der Satz, wohl denen, die da wandeln, in der Vertonung von Heinrich Schütz. Ich habe diese Chorprobe so angelegt, dass wir mit diesem Stück, das zu den Ältesten gehört, die wir heute singen werden, in der Musikgeschichte so über Bach bis in unsere heutige Gegenwart kommen. Und das Stück, was wir jetzt vor uns haben, ist ein vierstimmiger Choral. Die Fachleute nennen diese Art der Musik auch Kantionalsatz. Kantionalsatz bedeutet in der Regel, dass der Cantus firmus, also die Melodie des Liedes, vom Sopran oben gesungen wird und dass unten drunter meistens 3 Begleitstimmen, Alt, Tenor und Bass singen, die jeden Melodieton in der Regel mit einem eigenen Akkord versehen. Ich darf den Choral einmal anspielen, damit Sie so ein bisschen hineinhorchen können, was auf uns wartet. Und Sie merken, dass diese Vertonung mit den jeweils ganz einfachen und auch harmonisch wenig anspruchsvollen Akkorden ein Stück weit zeigt, dass wir hier durchaus sehr alte Musik haben. Heinrich Schütz ist ein sehr berühmter Komponist in der Musikgeschichte. Man kann sehen, er lebte von 1585 bis 1672 und er gehört zu den frühbarocken Meistern und wird gerne auch als einer der direkten Vorläufer und Impulsgeber für die Musik des Barock, vor allem dann auch die Musik von Johann Sebastian Bach gesehen. Die Melodie, die Schütz geschrieben hat, die ist sehr sanglich, die ist sehr schnell zu lernen. Und dazu möchte ich Sie einladen, dass wir das einmal zusammen machen. Ich bin ein großer Freund davon, dass man erstmal ohne Text probt, damit man sich ganz auf die Tonhöhen und den Klang konzentrieren kann. Und ich schlage vor, dass wir von dem ersten Ton an auf der Silbe No einmal ganz flüssig dieses Stück auf eilige Viertel zusammen durchsingen. Ich zähle das an. 1, 2, No. Ja, wir merken,
merken, die Melodie beschreibt so einen Bogen, kommt aus der Tiefe, geht eine Oktave hinauf und endet so ungefähr in der Mitte. Wir müssen schauen, dass diese Linie bis zum Ende Energie behält und wir nicht zwischendurch in so eine passive Art des Singens kommen. Versuchen wir es nochmal mit mehr N und mehr O und mit einem hellen Blick. Eins und zwei. In der Systematik dieser Musik ist der Bass der Gegenspieler zur Melodie. Der Bass ist das Fundament der Musik, er gibt die Harmonietöne und insofern bietet es sich an, dass wir auf der Silbe No einmal den Bass zusammen probieren. Ich darf das einmal zeigen, wie der Bass geht. No, 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 no. Und wenn Sie gemerkt hätten, dass ich mich bemühe, bei dem letzten Ton und bei dem viertletzten, also bei den beiden tiefen Ds, etwas vorsichtig in die Tiefe zu gehen, dann würde es mich freuen, denn diese Töne muss man ein bisschen auffangen. Wir probieren es von vorne. Alle singen den Bass. No, eins und zwei. Jetzt können wir schon die Melodie mit dem Bass zusammen kombinieren. Die Melodie beginnt auf dem tiefen D und der Bass beginnt auf dem G. Eins und zwei. Ja, jetzt haben wir den Rahmen dieser Komposition abgesteckt. Melodie oben, Bass unten. Jetzt geht es an die Mittelstimmen. Und wir haben eine kleine Besonderheit im Alt. Darum fangen wir mit dem Alt einmal an. Der Alt hat, das sieht man an dem Bindebogen in der Mitte der ersten Zeile, eine Synkope, das heißt einen übergebundenen Ton zu singen. Ich zeige, wie das geht. No, 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 no. Und wir starten zusammen auf dem tiefen H. No. Eins und zwei. Genau, und damit wir das gleich abgeräumt haben, dieser Synkope passt sich im Alt auch der Text an. Der geht dann so. Wohl denen, die da wandeln. Probieren wir das einmal. Eins und zwei. Sehr gut, ja. Jetzt fehlt uns noch der Tenor zu unserem Glück. Das hören wir uns an, wie es geht. No, 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 no. Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich mich bemüht habe, dezent zu singen. Das ist mir bei diesem Stück auch wichtig, weil gerade diese Stelle auf Wandeln, wo der Tenor das hohe E singt, oftmals ein bisschen zu laut hervorgehoben wird. Und das will diese Musik nicht, denn beim Kantonalsatz dienen die drei Unterstimmen dem Cantus firmus, der Melodie im Sopran als Begleitung. Also dezent im Tenor auf das hohe E. Und das ist der erste Ton. No ist unsere Silbe. Eins und zwei. Und wir sind mutig, wir bauen das Ganze zusammen. Die Männer beginnen auf dem G, der Sopran auf dem D und der Alt auf dem H. Eins und zwei. Wiederholung. Ich singe den Sopran weiter vor. No, 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 no. Und wir starten bei Die Recht von Herzen suchen Gott. Bleiben bitte noch einmal auf der Silbe No. No.
hoch. Eins und zwei. Dankeschön. Wieder ist es klug, als nächstes den Bass zu proben. Und leider muss ich auf einen kleinen Tippfehler hinweisen, den wir, bevor wir den Bass proben, einmal korrigieren müssen miteinander. Es geht nur um einen Ton, und zwar den vorletzten in diesem Stück. Der Ton auf dem Wort in Gnad. Da schreibt der Herausgeber dieses Buches ein Fis. Es müsste aber bitte ein D sein. Der Grund ist, dass wir eine starke Kadenz, also eine starke Schlusswendung brauchen. Und der wichtigere Grund ist, dass wir auf diese Weise die Oktavparallele zwischen Alt und Bass, die so nicht stimmen kann, vermeiden. Ich singe mal den Schluss als erstes vor. Sind stets bei ihm in Gnad. Sie merken, ich habe gleich den richtigen Ton gesungen. Ihm in Gnad. So klingt es, wenn man statt des Fis ein D singt. Wir probieren das zusammen von sind, sind und sind. D. Wunderbar, vielen Dank. Und wir starten einmal mit dem Bass ab der Wiederholung. Wir probieren es langsam und ich spiele mit. Vielleicht können wir dann schon uns ganz gut zurechtfinden. Der erste Ton ist ein D. Die Silbe, auf der wir singen, heißt Do. Ein explosives D, ein rundes O. Eins und zwei. Jetzt kommt Bekanntes. Do. Ich würde gerne den ersten Teil nochmal machen, weil so viele Sprünge darin vorkommen, dass ich haben möchte, dass jeder sicher dabei wird. Do, 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 do. Bis dorthin wird es mir reichen. Eins und zwei. Do, 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 do. Ja, und jetzt können Männerstimmen gerne auf der Silbe Do von hier singen und die Frauen singen die Melodie. Ab dem A, wir sind bei dem Text, die Recht von Herzen suchen Gott. Das ist auch die Art, wie wir singen auf Text. Eins und zwei. Dankeschön. Wir haben eben als erstes den Alt geprobt. Jetzt würde ich gerne die Reihenfolge tauschen und würde mit dem Tenor weiterarbeiten. Wir sind im zweiten Teil nach der Wiederholung. Die Töne heißen D, Cis, D und es klingt nachher so. No, 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 no. Die Tenorstimme, die wird in dem Moment als anstrengend empfunden, wenn man sie mit Kraft singt. Das müssen wir vermeiden. Wir müssen sehr leichtfüßig mit der Vorstellung, wie beim Kanon vorhin, mit dem leichten La, mit dem kopfigen Klang in diese Stelle gehen, dass kein Tenorton schwer nach unten will, sondern eher Federkraft nach oben hat. Wir probieren das einmal auf der Silbe La. La, 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 la. Und dann weiter. Eins und zwei. Genau. Wenn wir das einmal kombinieren, dann singen die Frauenstimmen bitte die Melodie, die Tenöre den Tenor. Und die Bässe den Bass und alle singen auf diesem behenden, ganz leichten La. Eins und zwei. La, 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 la.
uns noch der Alt. Und der Alt hat am Ende eine rhythmische Besonderheit. Deshalb möchte ich den Schluss auch als erstes proben. Ich beginne an der Stelle sind stets bei ihm in Gnad. Auf der Silbe La singe ich es vor. La, 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 la. Einmal mitmachen. Eins und zwei und. Und so eine Synkope, die muss ein bisschen fließender, ein bisschen gestalterischer gesungen werden. Bitte nicht nur pünktlich, sondern auch mit Verlauf im Ton. La, 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 la. Das probieren wir. La, 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 la. Ja, das war sehr schön, wobei wir gucken müssen, dass sich das G auf dem Wort ihm, also der drittletzte Ton, nicht zu sehr aufbläst. Der muss nur so ein bisschen Verlauf, ein bisschen Zug bekommen. Wir machen es auf Text und singen, sind stets bei ihm in Gnad. Zusammen bitte, zwei und. Sind stets bei ihm in Gnad. Und jetzt probieren wir es nochmal von Doppelstrich, von der Mitte des Stückes. Alle Frauen singen den Alt, jetzt quasi als Melodie. Die Tenöre begleiten Tenor, die Bässe begleiten Bass. No, 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 no ist auch unsere Silbe. Eins und zwei. Genau, und als kleiner Beweis dafür, dass diese Musik wirklich sehr alt ist, dient auch der Schlussakkord. Der klingt so. Das heißt, er besteht aus zweimal G und einmal D. Es gibt also keinen Dreiklang im heutigen Sinne, der würde so klingen. Sondern wir haben stattdessen eine leere Quinte, wie sie vor dem Frühbarock, also vor der Zeit, in der Schütz das geschrieben hat, in der Renaissance noch sehr gebräuchlich war. Wir starten einmal komplett von vorne. Die Männer haben den Grundton G, die Soprane singen das D und der Alt die Terz. Und wir probieren es gleich auf Text. Eins und zwei. Ein kurzes Wort noch zu dieser Art von Musik. Dieser Kantionalsatz, das heißt vier Stimmen singen zusammen, die Melodie ist im Sopran, ist so als allerbeste Gebrauchsmusik in der nachreformatorischen Zeit entstanden, wo es nämlich dann einfach nötig war, dass man Sätze fand, die die Gemeinde dadurch, dass die Melodie oben liegt, gut mitsingen konnte. Dann ist das Zeitalter des Frühbarock eines, bei dem man sehr gerne statt auf Viertel, wie wir es heute gewöhnt sind, auf halbe Notenwerte zählt. Vielleicht kennen Sie den Begriff à la breve, auf halbe Noten gedacht. Und deshalb braucht dieses Stück so ein kleines bisschen Fluss. Und wenn wir es jetzt noch einmal zusammen singen, dann darf ich es bitte dirigieren. Ich zähle wieder ein, eins und zwei. Und wir singen zusammen dann, Sie zu Hause, wir hier, die erste Strophe. Eins und zwei. Die Recht von Herzen.
dieser Choral wohl denen, die da wandeln, gehört zum sogenannten Becker-Psalter. Sie müssen wissen, dass Cornelius Becker, ein Theologe aus der Zeit von Heinrich Schütz, sich die Arbeit gemacht hat, die Psalmtexte aus dem Alten Testament nachzudichten in zeitgenössische, in damals zeitgenössische Lyrik. Und dabei herausgekommen ist unter anderem dieses Stück. Zur Grundlage dieser Textdichtung von Cornelius Becker diente der Psalm wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Das ist der Psalm 119 und interessanterweise auch der längste Psalm, den es in der Bibel gibt. Und auf diese Weise hat Cornelius Becker zusammen mit Heinrich Schütz die Psalmtexte in der frühreformatorischen, frühbarocken Zeit der Gemeinde nutzbar und zugänglich gemacht, dass man sie auch gemeinsam singen konnte. Danke. Das nächste Stück, das wir heute Abend miteinander proben wollen, ist ein Choral von Johann Sebastian Bach. Er findet sich im Chorbuch unter der Nummer 454. Der Titel heißt O Ewigkeit, du Donnerwort. Ich bin ganz ehrlich, ich bemühe mich in meinem Musikerleben sehr ernstlich darum, mindestens jeden Tag irgendetwas von Bach zu spielen oder zu lesen, weil ich Bach für einen der allergrößten, vielleicht sogar für den größten Komponisten aller Zeiten, zumindest bis heute, halte. Und was mich bei Bach beeindruckt, ist, dass Bach ein exzellent gebildeter Mensch war, sowohl auf musikalischem wie auch auf theologischem und rhetorischem Gebiet. Er ist ein extrem fleißiger Mensch gewesen. Gerade aus den letzten 27 Schaffensjahren, die er in Leipzig an der Thomaskirche gewirkt hat, sind unendlich viele Stücke überliefert. Und er ist auch ein tiefgläubiger Mensch gewesen, was man auch an seiner Musik und an den Akkorden und Stimmen, die er komponiert, in Verbindung zum Text sieht. Und seine Gläubigkeit zeigt sich auch, indem er unter viele seiner Stücke drei Buchstaben geschrieben hat, die heißen SDG, das ist die lateinische Abkürzung für Soli Dei Gloria und heißt auf Deutsch so viel wie Gott allein zur Ehre habe ich das gemacht. Dieser Bach-Choral Nummer 454 entstammt einer Kantate, die Bach geschrieben hat. 1724 hat er die Kantate 20 mit dem gleichen Titel, O Ewigkeit, du Donnerwort, an einem sommerlichen Sonntag, am ersten Sonntag nach Trinitatis, für den Gottesdienst in der Thomaskirche geschrieben. Und bevor wir das Stück proben, möchte ich Ihnen so zwei, drei schöne Besonderheiten an diesem Choral zeigen, die aus meiner Sicht dieses Stück besonders lohnend machen, dass wir es miteinander heute Abend einmal kennenlernen. Wir haben auch hier einen Satz zu vier Stimmen, bei dem die Melodie diese Melodie im Sopran liegt, aber verglichen mit dem Satz, den wir eben von Heinrich Schütz gemacht haben, sehen wir jetzt schon viel mehr Bewegung in den Unter- und Mittelstimmen. Da sind ganz viele Achtel notiert, das ist ein Stück weit der Musikgeschichte geschuldet und der Genialität von Bach, der aus jedem Choral, so einfach er auf den ersten Blick scheint, ein musikalisches Fest und eine tolle Komposition macht. Zusammen klingt der erste Teil so. In dieser Tonsprache setzt Bach sozusagen den Tonfall für diesen Satz. Wir haben sogenannte Durchgänge, das sind die Achtel, die ich jetzt spiele. Dann haben wir relativ schlichte Akkorde. Dann haben wir eine Bewegung im Tenor. Eine Bewegung im Alt. Wenn ich weiterspiele, sage ich das nicht mehr an, aber Sie werden zu Hause sehen, es gibt immer einzelne Stimmen, die sich mal alleine oder miteinander und im Dialog mit den anderen bewegen. Musik.
Wenn wir jetzt über die Wiederholung hinwegschauen und in den letzten Teil, also den Beginn der letzten Zeile mit dem Auftakt vor Takt 7 schauen, dann geschieht mit dieser Musik etwas ganz Verblüffendes. Sie klingt nämlich so. Und ändert im letzten Teil wieder die Sprache in Richtung dessen, was wir am Anfang schon gehört haben. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass diese Art zu komponieren, so gar nicht passen will zu der Tonsprache, die drumherum passiert. Bach hätte sich's einfacher machen können. Er hätte so komponieren können, wie das jeder ordentliche Kirchenmusiker im Studium lernt. Die spielen dann das. Oder? Und nochmal Bach. Warum passiert das so? Reden wir erstmal über die Töne, die gesungen werden müssen. Damit Sie nicht zu lange zuhören, sondern auch ans Singen denken können, möchte ich einmal zeigen, dass im Bass, also in der tiefsten Stimme, eine ganz besondere Linie zu singen ist. Do, 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 do. Wir beginnen Takt 7 und das ist der erste Ton für alle, die Bass mitproben möchten. 1, 2, 3. Do. Wir haben eine Linie, die nur aus Halbtönen besteht, eine chromatische Linie, die zu allem Überfluss auch noch abwärts geht. Das ist bei Bach eine häufig verwendete Figur, wenn man das Schreckliche und das Schlimme ausdrückt. Und hinter dieser Linie steckt natürlich auch die Erkenntnis, dass wenn ich nur Halbtöne spiele, dass ich diese Stelle keiner Tonart mehr eindeutig zuordnen kann. Denn eine Tonart hätte nie nur Halbtonschritte. Wir probieren es noch einmal. 1, 2, 3. Für die Fachleute unter Ihnen, diese abwärtsgehende Halbtonschrittfigur nennt man Passus Doriusculus. Wie gesagt, als eine rhetorische Figur, wenn man ausdrücken will, dass schlimme Dinge passieren. Und wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, an der Stelle heißt der Text, in Ängsten hat mein Herz gebebt oder die Trübsal hat hier ihre Zeit. Es gibt bei Bach noch andere Textstellen, aber alle gehen in die gleiche Richtung, dass nämlich Bach dem Hörer mit den Mitteln seiner Zeit zeigen will, dass wenn man auf die Ewigkeit wartet, das Leben davor auch oft sehr viel Mühsal haben kann. Wir hören in diesem Stück ein wenig mit, dass Bach einige seiner Kinder, seiner vielen Kinder, hat zu Grabe tragen müssen. Wir hören die Entbehrung mit, die Menschen im 18. und 17. Jahrhundert hatten, um ihr ganz normales Leben zu gestalten, wo eben viele Dinge noch nicht so versorgt waren, wie wir das heute oftmals, Gott sei Dank, genießen können. Und wenn ich das jetzt noch einmal zum Klingen bringe, komplett, dann wird über diesem Passus Doriusculus musikalisch sehr viel Spannendes gemacht. Der erste Akkord auf dem In ist ein normaler F-Dur-Akkord. Der jetzt folgende Akkord ist ein C-Dur-Akkord ohne Grundton. Es kommt dann ein Spannungsklang mit einer Septime im Bass. Es klingt ein übermäßiger Akkord, direkt abgelöst von einem verminderten Septakkord. Und erst jetzt schwenkt die Kadenz in das ein, was wir als Hörgewohnheit normal finden. Und so geht das Stück dann auch zu Ende. Ja, und schon
diese eine kleine Stelle, diese 8 Schläge, diese beiden Takte, die sind für Bach eine kleine Predigt, die er uns hält, indem er uns bewusst macht, durch Klang, durch sperrige Klänge, dass das Leben nicht immer ganz so einfach ist, dass Prüfungen manchmal sehr lange dauern, dass die Trübsal einen zunächst abwärts führt, und er lässt uns spüren, dass er das alles selbst auch erlebt hat. Und weil das die Zentralstelle in diesem Stück ist, möchte ich sie als erstes proben. Wir beginnen noch einmal im Bass und singen auf der Silbe Do mit ganz explosivem D. Do, 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 do. Und das probieren wir mal. 1, 2, 3. Do, 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 do. Der Tenor, der jetzt dem Bass sozusagen übergeordnet ist, der Tenor vollzieht eine Bewegung nach oben. Probieren wir mal Tenor zusammen mit Bass. 1, 2, 3. Genau, und wir merken, dieser Tenor, der ist auch so ein bisschen freitonal. Wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen, dass wir dieses E auf dem Wort mein wirklich hoch, aber nicht laut singen. Do, 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 do. Noch einmal beide Männerstimmen, Tenor und Bass, 2, 3. Wir fügen dieser Stelle den Alt dazu. Der Alt hat einen ganz kleinen Tonumfang. Er pendelt meistenfalls zwischen 2 Tönen hin und her. Die sind aber schwierig zu treffen. Do, 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 do. Machen wir es einmal zusammen im Alt. 1, 2 auf Do. Do. Genau. Und jetzt, damit wir auch die Melodie nicht ganz aus dem Auge verlieren, aus dem Ohr verlieren, singen wir einmal den Sopran von Takt 7 bis zum Schluss. Do, 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 do. Bei dem C geht's los. 1, 2, 3. Jetzt sind wir mal mutig und probieren mal ab dem Doppelstrich, ab der Stelle in Ängsten hat mein Herz gebebt, Sopran, Alt, Tenor und Bass auf Do zu singen. Und wir sind weiter mutig und singen es jetzt bis zum Schluss einmal langsam vom Blatt. Ich gebe langsame Viertel vor. 1, 2 auf Do. Dankeschön. Wir widmen uns in der letzten Zeile einmal dem Tenor, der dort eine ganz spannende Linie zu singen hat. Do, 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 do. Probieren wir es mal. 2, 3. Wenn ich das singe, dass ich mich dabei ertappe, auf die letzten 4 Achtel, also auf den letzten Takt, besonders aufpassen zu müssen, damit das nicht anfängt, wie ein Lamento zu klingen. Falsch wäre Do, schöner wäre Do, 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 Do. Also das D hilft uns, dass wir präzise jeden Ton, wenn wir ihn vorgedacht haben, und pünktlich singen. Do, 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 2, 3. Do. Ja, und
wir merken, wenn wir jetzt den Alt dazu nehmen, dass der Bach ein ganz großer Meister im Kontrapunkt ist. Kontrapunkt ist ein Fremdwort, das ich kurz erläutern will. Kontrapunkt heißt sinngemäß, es ist die Lehre von der Gegenbewegung der Stimmen. Und wir merken, dass wir auf der Stelle Augen mir den Tenor aufsteigen lassen und den gleichen Weg rückwärts, also gegenbewegt zum Tenor, macht der Alt auf der Stelle vor Augen. Und das verzahnt sich dann so. Das ist ganz, ganz große Kunst und geht natürlich weit über den normalen Gesangbuch- und Orgelsatz hinaus, den wir heute pflegen. Das meine ich, wenn ich sage, Bach ist wahrscheinlich einer der ganz großen und besten Komponisten, die die Musikgeschichte kennt. Wir singen einmal Alt, gerne auf Text. Wenn du vor Augen mir geschwebt, da. Drei. Genau. Und was auch spannend bei Bach zu sein scheint, ist, dass immer die Frage zu beantworten ist, auf welcher Zählzeit steht ein Ton. Wir wissen, dass die Töne auf einer 1 immer besonders betont werden. Und das müssen wir hier zum Beispiel zwischen Augen und mir auch einlösen. Wenn du vor Augen mir geschwebt. Also das Mir und das Du, das sind die beiden Ankerpunkte, an denen sich der Alt festmacht. Wir probieren Alt alleine. 1, 2, wenn. Ja, der Bass, der eben so viele Halbtöne hatte, der hat jetzt im Prinzip nur in Anführungsstrichen, eine große Tonleiter nach oben zu singen. Wenn du vor Augen mir geschwebt. Das hören wir uns einmal miteinander an. 1, 2, 3. Wenn du vor Augen mir geschwebt. Und wir ergänzen mit Alt, Tenor und Bass. 1, 2, 3. Jetzt probieren wir zusammen zu singen, den Alt, den Tenor und den Bass ab der Wiederholung, ab dem Auftakt zu 7 ohne Sopran. Warum ohne Sopran? Weil dieser Satz so reichhaltig ist, dass er sogar ohne Sopran schon schön klingt. Einmal zuhören bitte. Das probieren wir zusammen. Alt, Tenor und Bass. 2, 3. Und wir gehen in den ersten Teil dieses Stückes und starten jetzt in der Tat mit dem Sopran, der gleich mit einer großen Linie nach oben beginnt. La 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 la. Probieren wir das mal auf diesem behenden La, das wir schon von Schütz kennen und das wir auch beim Einsingen bei unserem Kanon hatten. La la la. Das ist ein frischer Auftakt. 1, 2, 3. Jetzt haben wir den großen Bogen gesungen, jetzt kommt ein etwas kleinerer. La 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 la. Wir starten bei Du Schwert und bleiben bei der Silbe La. 2, 3. La la la. Das finde ich wieder bezeichnend, dass diese Melodie von Johann Schob, die ja ein bisschen älter ist als Bachs Satz darunter,
eine Linie nach oben beschreibt, also dieses von Ewigkeit zu singen, hat auch etwas damit zu tun, dass der Mensch im Glauben der damaligen Zeit nach oben in den Himmel fährt. Und er tut das nicht zaghaft, sondern er tut das mutig und er tut das freudig und in Erwartung eines schönen ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Das wollen wir hörbar machen. La la la, von vorne, Sopran bis zum Doppelstrich. Etwas rascher. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Und diese Behendigkeit, dieses nach oben auffahren, das weist Bach auch dem Tenor zu. Der geht nämlich so. La 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 la. Auch hier viel frischer, als man es erwarten müsste, wenn Menschen von Sterben und Ewigkeit singen. Wir probieren das und singen den Tenor dann bis zum Doppelstrich zusammen durch. Es bleibt bei der Silbe La. Ganz keck, ganz frisch, ganz voran. Eins, zwei, drei. Genau, ich merke so, wenn man ein paar Stellen von Bach geprobt hat, dann gehen die Folgestellen schon ein bisschen leichter. Ich will noch mal auf eine Sache hinweisen. Am Ende, wo es heißt ohn Ende, müssen wir wieder den Sprung von A zum D im Tenor etwas verpacken. Also den nicht herausposaunen, sondern verpacken. La, 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 la. Das direkt. Eins, zwei, drei. La, la, la. Aber um Gottes Willen nicht langsamer. Gleich nochmal. Eins, zwei, drei. La, 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 la. Sehr gut. Wir bauen das zusammen, indem wir zum Tenor den Bass hinzufügen. Wir beginnen ganz vorne. Die Silbe heißt statt La jetzt bitte Ta. Ta, 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 ta. Und wir gucken mal, ob wir bis zum Doppelstrich durchkommen. Ruhiges Tempo zum Lesen. Eins, zwei, drei. Dass es alle gut lernen können, noch einmal den Bass alleine. Ta 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 und so weiter, gleich zusammen. Eins, zwei, ta. Genau. Als letzte Stimme kommt der Alt hinzu. Der Alt, der ist ja eine Stimme, die im vierstimmigen Satz manchmal wenig Beachtung findet. Bei Bach ist es ein bisschen anders. Dort hat auch der Alt bis zum Doppelstrich zwei Achtelbewegungen. Ich darf das einmal zeigen. O Ewigkeit, du Donnerwort, du Schwert, das durch die Seele bohrt, ohn Anfang, du Unende. Das probieren wir zusammen. Eins, zwei, drei. Singen es vierstimmig. Sopran, Alt, Tenor, Bass. Einmal noch im gemessenen Tempo, damit wir jetzt auch die Silben und Textbausteine gut unterordnen können. Und dann im letzten Durchgang gleich noch ein bisschen flüssiger. Ruhiges Tempo. Eins, zwei, drei. Ruhiges Tempo.
Ja, diese Kantaten, die Bach in seiner Leipziger Zeit komponiert hat, ab 1723, das sind immer sehr große, ausgewachsene Stücke. Die haben meistens eine Länge von 20 bis 30, 35 Minuten. Und sie bestehen immer aus Stücken, die von Solisten gesungen werden. Sie bestehen immer aus Stücken, die das Orchester auch spielt. Es gibt sogenannte Chöre, also Kompositionen, bei denen die Chöre freie, kunstvolle Musik machen. Und es gibt auch die Choräle. Und manche Musikwissenschaftler sagen, dass die Gemeinde in den Gottesdiensten möglicherweise diese Choräle auch mitgesungen hat. Damit war sozusagen das Kirchenvolk in den Gottesdienst in diese Kantate eingebunden. Sie können sich vorstellen, wenn man eine Woche Zeit hat, eine 20- bis 30-minütige Komposition zu schreiben, zu vervielfältigen, zu proben und dann auch noch aufzuführen, dann muss man sehr fleißig sein, dann muss man sehr genial sein. Ein weiterer Beweis dafür, was Bach für ein großer Mensch gewesen ist. Ein letztes. Das spätbarocke Zeitalter, also die Bachzeit, ist auch eine Zeit der starken Überladung in den Ornamenten. Wir haben in den barocken Bildern ganz üppige Gestalten, wir haben ganz viele Verzierungen in den Schlössern, an den Treppengeländern, wir haben in den Kirchen ganz viel Blattgold und ganz viel Marmor. Und diese Idee des Opulenten und Übermäßigen sollten wir für unseren Schlussdurchgang auch in den Text hineinlegen. Es darf also kein schlanker Renaissance-Klang sein, sondern es darf bei aller Leichtigkeit im Ton sehr viel Konsonantengewicht und sehr viel entschiedener großer Vokal sein. Also wir versuchen, den Mund zu bewegen, wir versuchen, die Konsonanten explosiv zu setzen und wir versuchen, ein sehr helles Gesicht dabei zu machen. So, wir fassen zusammen. Den Ton bitte noch einmal. 1, 2, 3. Nach Schütz und Bach kommen wir jetzt zum dritten und letzten Titel, den wir in dieser Chorprobe zu Hause proben wollen. Er findet sich in dem Heft Singt dem Herrn, Chorsätze für Gottesdienst und Konzert, Band 2, unter der Nummer 22. Es ist ein Stück von Alexander Derr. Alexander Derr ist ein sehr lieber Freund von mir, einer der lebenden Komponisten, die sich sehr bemühen, hochkarätige und nie triviale Kirchenmusik zu schreiben. Und darum habe ich dieses Stück ausgesucht, weil ich ehrlich gesagt mir oft schwer tue, in der Vielfalt des Angebotes an neuen geistlichen Liedern wirklich Qualitätvolles und auch theologisch Haltbares zu finden. Bei diesem Stück halte ich das aber für gegeben und deshalb wollen wir es zusammen arbeiten. Der Text, der hier vertont wird, den gibt es auch im Chorbuch in einer Vertonung von Holger Handke, in ganz anderem Stil. Alexander Derr hat hier ein Stück geschrieben, das im Prinzip aus zwei Strophen besteht, in dem beide Strophen aber die gleiche Melodie haben und einmal auf Frauen und ab Takt 36 in der dritten Seite auf Männerstimmen verteilt wird. Es gibt dann eine Art Refrain, der dann vierstimmig stattfindet. Und das Ganze ist von der Atmosphäre so ein bisschen gediegen, ein bisschen zeitlos, ein bisschen stimmungsvoll gemacht. Und bevor ich lange darüber rede, will ich es einfach einmal zeigen, wie es klingt. Es beginnt mit einem kleinen Vorspiel. Thank you.
setzt der Cantus Firmus, also diese Melodie, wie folgt ein. La 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 la. Das würde ich gerne einmal bitten, alle zusammen zu singen auf der Silbe La. La 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 la. Eins und zwei. Dankeschön. Hier halte ich für wichtig, dass man sich die Energie in dieser Phrase gut einteilt. Man neigt ein bisschen dazu, am Anfang viel zu singen und am Ende zu wenig zu haben. La 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 la. Versuchen wir mal bis zum Ende mit Energie, auch mit Energie in dem L, anzukommen. Zwei, eins und zwei. Genau, und dann merken wir noch eins, nämlich, dass wir durch diesen Beginn in der Quinte, also auf dem hohen Ton D, den Ton gut vordenken und ihn auch im Kopf oben aufhängen müssen. Es beginnt mit dem K und das Kein wird beim Singen wie ein A gesungen. Kein, probieren wir das einmal, eins und zwei. Kein Bürger geht verloren, das genau. Und das wäre das, was, glaube ich, Alexander Dern nicht ganz so freut, wenn wir das singen wie ein Gemeindelied. Ton für Ton, Silbe für Silbe. Ich glaube, das Stück muss einen großen Bogen spannen und mehr Ruhe und mehr Dichte in der Sprache haben. Kein Wörtlein geht verloren, das Lieben du gestreut. Versuchen wir es mal so. Ich gebe zwei Takte, drei Takte Vorspiel vorweg, dass die Atmosphäre so ein bisschen steht. Eins und zwei. Singe weiter vor. La 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 la. Wir gehen zurück kurz vor dem Seitenwechsel und trägt es früh auf La. Eins, zwei, drei. La 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 la. Bevor wir uns den Refrains widmen, machen wir das jetzt einmal mit dem Text für Frauen. Es singen jetzt nur die Frauenstimmen. Kein Wörtlein geht verloren. Wieder Vorspiel vorweg. Eins, zwei, drei. In Takt 36 auf 37 springen, dann singen die Männer auf den Text Hab nur Geduld, o Seele, und sähe mutig fort, die gleiche Melodie. Das machen die Männer bitte auch. Hier geht's los. Das A ist ganz hoch am Gaumen aufgehängt. Eins und zwei. Meine Erfahrung in der Chorleitung ist die, dass man sich sehr bemühen muss, immer die volle Farbe des Vokals aufblühen zu lassen. Das macht manchmal Mühe, wenn man vom A zum U, zum E, zum U, zum O, wieder zum E muss, wie zum Beispiel bei Hab nur Geduld, o Seele. Aber es lohnt sich. Das Gleiche gilt auch für den Schlussteil, den wir gerade gesungen haben. Du findest reiche Ernte und wenn nicht hier, dann dort.
Wir müssen uns immer motivieren, am Ende einer Phrase nicht zu früh nachzulassen. Wir machen noch einmal den Einsatz für die Männer. Hopp. Es gibt Vorspiel. Eins, zwei, drei. Ich ertappe mich dabei, dass ich auf Ernte in Takt 42 das Tempo verliere. Das ist nicht gewünscht. Wir müssen dranbleiben. Du findest reiche Ernte und wenn nicht hier, dann dort. Ich weiß, schöne Momente hält man gerne fest, aber das ist ein Moment, den wir trotz seiner Schönheit fließen lassen müssen. Ja, die Männer bitte noch einmal. Vorspiel. Eins, zwei, drei. Mehr Klang. Zwei, drei. Sehr gut. Jetzt gehen wir in den vierstimmigen Teil, der sich jetzt anschließt und den wir gleichermaßen auf der zweiten Seite ab Takt 22 dann noch zusammen zu singen haben. Es geht einstimmig los und klingt so. Do, 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 do. Machen wir das bitte einmal. Eins, zwei, auf Do. Wir merken, dieser fünfte Ton, dieses Fis, das ist ein bisschen schwierig zu treffen. Ich darf es noch einmal zeigen. Do, 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 do. Das ist ein sogenannter Leitton. Das heißt, dieses Fis strebt eigentlich hinauf zum G. Hier schreitet es ab zum E. Wir neigen ein bisschen dazu, ihn zu hoch zu singen. Wir dürfen also den Ton ein bisschen schwächer von der Höhe denken. Do, eins, zwei, drei. Sehr gut. Und ich singe den Sopran weiter vor. Do, 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 do. Do, 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 do. Wer mag, kann den Sopran mitsingen. Wir bleiben auf der Silbe Do und starten nochmal beim Refrain. Eins, zwei, drei. Darauf achten, wenn wir den letzten Teil singen. Drum sehr, liebe Seele und nütz. Bitte nicht zu sehr Seele und nütz. Das darf nicht weinerlich klingen, das muss Fluss behalten. Noch ein letztes Mal drum sehr im Sopran alleine. Zwei, drei. Drum. Genau. Wir widmen uns dem Bass, also der Fundamentstimme. Das geht gleich los, wie wir es schon geübt haben. Do, 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 do. Ich würde gerne darum bitten, dass wir diese kleine Stelle herausgreifen und singen. Do, 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 do. Viele würden gerne ein Fis singen, es ist aber ein F und darum etwas tiefer. Eins, zwei, drei. Do, 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 do. Und jetzt geht es relativ einfach zu Ende. Wir singen. Do, 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 do. Der Tenor
der fügt sich zum Bass hinzu und ich darf ihn einmal zeigen, wie er geht. Do, 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 do. Beide Männerstimmen. Aus Do wird So, damit wir etwas mehr Fluss und weniger Rhythmus in diese Linie bekommen. Alle Männer singen von Die Ernte auf So. Eins, zwei, drei. So, so. Als letztes müssen wir noch den Alt proben, der nach der gemeinsamen einstimmigen Stelle sehr tief absteigt. An die Tiefe muss man sich ein bisschen gewöhnen und am besten singt man diese tiefen Töne ohne Druck und relativ leicht und nur mezzo piano. Do, 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 do. Wir hören uns das mal an. Gerne können auch Bässe dieser Altstimme mitsingen. Das entspannt die Stimme und ist genau die Lage, die ihr gut könnt. Eins, zwei, so. So. Bevor wir es dann zusammenfassen, eine Stelle hören lassen, und zwar den Auftakt zu 47 mit diesem direkten Wechsel von F zu Fis. Das ist der erste einleitende Spannungsklang. Jetzt kommt der Ton mit dem F. Der Bass schreitet weiter und der Alt singt, als wäre nichts passiert im Bass, ein Fis. Ablauf nochmal. Wir probieren einmal, dass wir direkt beginnen, wo die Frauen im Sopran unterwegs sind. Das ist der Auftakt zu 13 in der ersten Seite. Ich mache wieder ein kleines Vorspiel. Frauen singen auf Text. Eins, zwei, drei. Die Männer kommen dazu. Ich mich zunächst bedanken bei Ihnen und euch, die Sie diese Chorprobe zu Hause mitverfolgt und mitgestaltet haben. Ich will mich bedanken bei den Sängerinnen und Sängern,
die diesem kleinen Projekt ihre Zeit und ihre Stimme geliehen haben. Ich möchte mich bedanken bei den beiden Menschen, die diese Aufnahme in Ton und Bild gemacht haben. Und wenn wir jetzt das Stück ein letztes Mal singen, tun wir das auch in der Hoffnung, dass wir uns bald wieder persönlich zum Musizieren und zum Singen in Probe, Gottesdienst und Konzert treffen können. Dankeschön fürs Zuschauen und wir gehen in die Schlussrunde. 1 und 2.